Die waren eine Serie von Kinderarbeitern. Das waren Kabul, Bamiyan, Daikondi. Und das ist eine Serie von Bamiyan. Ist ein Kanton von Nordafghanistan und dort ist die größte Buddha auf der Welt. Aber Taliban, das hat kaputt gemacht. Ich liebe Fotografie. Ich war in Afghanistan. Mein Mann hat mir eine Kamera von der Schweiz gebracht als Geschenk. Dann ich interessiere mich, ich fotografiere. Ich habe Paare, zum Beispiel Masterclass gehabt. Dann habe ich habe gearbeitet in Afghanistan als Fotojournalistin. Eine Frau mit Kamera war, als ich in Afghanistan war, war ganz anderes und besonderes. Ich habe so viele fotografiert, wo zum Beispiel Hunde kämpfen. Dort ist nie eine Frau, war ich nur einzige Frau mit Kamera. Und jede Frau kann nicht das machen. Wenn ich sage vor ein Schweizer oder Schweizerin, das ist komisch. Ich sage ja, ich hatte so viele mehr Chancen in Afghanistan als hier, weil dort habe ich eine gute Position. Alle kennen mich und ich hatte Job, ich hatte ja, aber hier, ich muss von null anfangen. Ja, und ich habe am 9. Mai eine Ausstellung in Bern. Es hat verschiedene Themen von Kinder, Frauen und Landschaft von Afghanistan. Ich freue mich, wenn Sie besuchen.